Sechster oder Dienstag, Sechster, Achter oder Halbmittwoch, dann schauen wir mal. Sechster, 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 ja, Sechster, Achter. Wir haben jetzt folgendes Problem, und zwar wir sind da und direkt hinter uns ist aber die Kinderdisco und die ist bis 11. Das heißt, ich werde nachher mit Jörg und Matthias, die am anderen Ende drüben sind, Mobilheime tauschen. Weil wir haben die Kinder, die unbedingt schlafen wollen immer und nicht erst irgendwann um 11 und das ist uns ein Scheiß. Ein richtiger Scheiß. Oh. Georg, top motiviert. Nur, dass er nicht im Stehen einschläft. Frühstück. Oh, Mord am Teller. What does he say? So, nachdem unsere Kleinste heute Geburtstag hat, werden wir in den Aquapark schauen, der ist 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Nachdem ich das iPhone mit habe, kann ich damit sogar unter Wasser filmen. Whee! Das wird lustig. So, nach 10 Minuten Autofahrt gehen wir jetzt über den Gehweg der Omi. Geh mit deinen. Dirk mit seinen Schwimmflügeln. Aufblasbaren Penisring. What does he say? Ach Gott. Aufblasbar nämlich. Und da drüben ist es Oltre Mare Aqua Aqua Fan Wave. Hui. Na dann. Da gibt es auch Delfine anzuschauen. Und die werden wir heute aber eher weniger machen. Wir werden einmal eher rutschen. So, Georg und ich haben uns jetzt einmal auf die Rutschen, die es dort gibt. Laut Daniel müssen wir zwar eine Zeit lang anstellen, aber das ist auch bei jedem größeren Aquapark. Und nachdem wir das iPhone mit haben und es so wasserdicht ist. Wir nehmen einmal die schwarze. Die schwarze nehmen wir, Georg, ja. Die da, die wollen wir zuerst rutschen. Und ich filme auch diesmal mit, cool. Ja gut, ich glaube das Innere der Rutsche darf ich leider nicht filmen. Das heißt, ich werde jetzt einmal mein Smartphone zurückbringen. Leider. Hey, ich bin ein bisschen rot im Gesicht, ja. So, wir gehen jetzt einmal was essen. Und daher gehen wir die ganzen. Hey. Also wir waren, Georg und ich waren vorher rutschen beim Black Hole und da sind so viele Leute angestanden, dass es ungefähr eine Stunde gedauert hat. Hey. Also ja. Schlawiner. Da ist die Babyrutsche beim pinken Elefanten. So, und die ganzen anderen Rutschen zum Schauen, die meisten haben gar nicht dazu kommen, weil sich überall so viele Leute anstellen. Und die Pizzeria, wo wir reingehen wollten, ist geschlossen. Schwimmbad essen, eine tiefgekühlte Pizza aufgewärmt und ein Heineken in einem Pappbecher. Naja, das ist der Schwimmbad. Ganz oh. Tortellini mit Käse und ein bisschen Wurststückchen. Da drüben sind ein Nintendo-Stand. Okay. So, es gibt ja auch ein Burgerladen und da drüben einen Veranstaltungsraum. Burger. Vielleicht hätten wir da hingehen sollen, da sind mehr Plätze frei. Jetzt wie da, wo wir gerade waren und da ist der Veranstaltungsraum. Ui. Leider müssen wir jetzt dann eh schon gehen, weil das haben wir leider nur mit einer Rutsche fahren können, weil erst dort anstellen und dann hat der Emil Geburtstag, das ist schon genug gewesen und da ist noch so eine geile Rutsche. Da fährst du glaube ich runter und dann haut es die drüben wieder rauf. Hey, ich gehe nämlich da so runter und dann da rauf. Ja genau, das sieht man sehr gerade. Ich muss da mal für das nächste Mal mehr Zeit einplanen. So, da hinten ist ein Wellenbecken, da war gerade vorhin Wasseranimation.
Und da gibt es auch sehr viele Liegeplätze. Radio DJ. Hey. Und eine Bühne, okay. Da gibt es auch Konzerte herinnen. Cool. Das hört mir jetzt erst auf. Alex Weiß, 6. Juli, super. Kenn ich nicht. Keine Ahnung, was das Teil da jetzt genau sein soll. Da ist ein Deutscher drinnen, das ist schon geil. Da ist die Bühne. Rumala. Und da ist dann schon die letzte Station. Dann haben wir, glaube ich, alle Rutschen. Also vorhin hat es beim Eingang hat es noch die anderen gegeben, aber ich glaube, die habe ich jetzt schon oben. Kann auch sein, dass ich einmal irgendwas übersehen habe hier. Also es sind überall massenhaft Leute. Ja. Also vielleicht das nächste Mal eher Vorsaison. Da geht es drüber, da rauf und dann. Interessant ist, glaube ich, da so rüber und über die Trompete. Achso, da kommt doppelt der Trompete raus. Alter Falter, brutal. Ja, das kann ja gar nicht sein, oder? Dann kommt das nicht so raus und dann kommt es spannend. Aber auf jeden Fall. Hier kommt man langsam runter, das ist ja Schneckenspan. So. Okay, man fährt hier raus. Kommt da rein. Aha, und das ist einfach erfrommelt, da fährt er wahrscheinlich da ein paar Mal herum, dann darüber, da rauf und da runter. Das dürfte das Geiste sein. Hey. Hm? Der ist aufgespießt. Ja, der hat sich selber aufgespießt. Ah. Durch den Wald hat das Schiff gesteckt. Und dabei tanzen wir eine prima Ballerina. Jetzt gehen wir noch zu dritt einkaufen. Oh. So, groß Einkauf beim Lidl. Oho. Und das ist der Gesamtpreis. Oh. 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 Ah. Bürger gibt es heute bei uns. Der wird jetzt dann noch aufgerufen. Oh! Oh! So, noch ein letztes Bier und dann auf in die Heia. Gute Nacht!